habe das noch nie gemacht und habe das gestern am Abend das erste Mal ausprobiert. Dann hat es mir gleich mal in dieser Strohballenschikane so dermaßen auf die Pfeifen gehauen, dass ich da so komplette Aufschürfungen habe. Aber das ist eh super, weil dann kann ich der Mama zu Hause erzählen, dass er wieder der Held war. Ja, die Österreich-Fahne ist natürlich für den Start da und für das Ziel ist nachher die Gösser-Fahne da, wo man einfach dann weiß, jetzt kriegt man ein gutes Gösser. Was man miteinander hat und das ist das Wichtigste und das braucht der Sportler, dass man mal außerhalb vom Trainingsalltag so richtig Spaß hat mit Leuten zu matchen und gemeinsam im Team was zu machen. Thank you.
ist der letzte Fahrer, ja. Ich war nicht mehr mal das KT ausführend, also ich glaube, das müsste für mich passen. Mir ist die Kette rausgeschwungen. Ich habe halt einfach gemerkt, dass das Kart nicht daherkommt. Und das ist wahnsinnig unbefriedigend, weil du den ganzen Tag kämpfst und beißt und schwitzt und am zweiten Platz liegst. Und dann endet das eigentlich wegen einem technischen Defekt. Das ist etwas zermürbend. Was ist passiert, das kann ich nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall auf dieser langgezogenen Kurve. Und steige ich dann wieder ein bisschen Lupf und wieder ins Gas gehst, rennt das Lad durch, also war die Ketten weg. Und dann bin ich ausgelaufen bis in Schikane und habe gesehen, dass die Ketten herunter ist. Okay. Aber. Okay. Aber. Wurscht, das ist ein dritter Platz. Wir können mit dem dritten Platz, müssen wir leben. Ja, wir sind mit der Erstveranstaltung super zufrieden. Wir werden im nächsten Jahr noch mehr Teilnehmer haben und dann geht es richtig vorwärts.